So, und willkommen zu einer neuen Folge der Commands, die ich selber erstellt habe. Für dich, dass es dieselbe wird wie beim letzten Command. Ich habe nur zu 00060 habe ich mich dazu teleportiert, ein kleines bisschen glaube die Chance geladen werden mussten. Aber egal, ihr seht ja auch im Seed. Wer ihn noch nicht kennt, hier habt ihr den Seed. Aber jetzt wollen wir uns ja mal den Command angucken. Es ist nur ein Command-Block, der... Wieso steht den Weihnachtsbaum? Flieder. Nur den kaputt machen, diesen Scheiß-Dings hier. Egal. Also wir haben nur einen Command, mit dem man viel anfangen kann. Und ich würde sagen, zum ersten, wir geben uns einen Command-Block. Mit slash gif. Euren Namen. Und dann Command-Block. So. Dann habt ihr so einen Befehlsblock. So, hier Minecraft-Command-Block. Den platziert einfach irgendwo, ist völlig egal wo. Holt euch noch einen Button raus und dann daneben setzen. So, oder daran. Ihr könnt auch so ransetzen. Nur nicht hier oben, denn sonst geht's nicht. Ich zeige euch gleich mal, was dann passiert. Ich zeige es euch am Ende. Egal, ist völlig egal, wo ihr den Button hinmacht. Ihr könnt es auch irgendwie mit letzten Block oder sowas probieren, zum Beispiel so. Und dann hier macht ihr dann den Button hin, also es geht auch. Aber egal. Wir drücken jetzt hier drauf. Dann werden hier ganz viele Command-Blocks gespawnt. Dann müsst ihr kurz warten. Und dann erstellt sich hier ein Kasten. Wieder hier mit den typischen Sachen hier. Schnell erstellen. Kleingedruckt ist diesmal in grün. Und da würde ich mal sagen, ich habe es wieder hier auf Dings gemacht. Rot. Anleitung. Also, das ist Malen in Vanilla Minecraft. Es ist zwar nicht so gut gemacht jetzt, finde ich, aber... Lol. Lol. Ich dachte nur, es geht jetzt. Das hat jetzt auch funktioniert. Wieso? Ach, egal. Also. Okay, du brauchst eine Fläche aus weißer Wolle, worauf du dann mit dem Items malen, mit den Items malen kannst. Indem du mit der richtigen Farbe das Feld betrittst. Okay, dann wird's gerade Nacht. Und zwar hol dir die Farben. Dann bekommen wir hier die ganzen Farben. Schwarz, blau, rot. Lila, grün, orange, gelb, grau und weiß. Okay. Ich weiß nicht, wieso das SZ jetzt wieder so ist. Gestern war es als normales ist. Also du brauchst erstmal eine Fläche aus weißer Wolle. Die macht ihr folgendermaßen. Und zwar, ihr macht einfach slash fill. Koordinaten von dem Punkt geht's. Irgendwann ist in. Was sind hier so viele Fliegerbäume? Dieselbe Höhe. Dann füllt es einfach mit Wool. Um dann irgendwie wieder rauszukommen. Zack. So. Und dann habt ihr hier eine Fläche. Okay, die Fläche ist irgendwie scheiße wegen dem Dings hier. Warte, das muss ich ganz kurz noch beheben. Zack. Ganz kurz muss ich ganz kurz hier die Bäume irgendwie mal wegkriegen. Mache ich auch mal ganz kurz vor euch hier. Dann wird es jetzt hier. Also wie weit geht das auf jeden Fall? Okay, so. Jetzt haben wir ja so eine weiße Fläche. Ich mache mal ganz kurz mal den letzten Farbstoff wieder zurück. Die letzte Farbe. Wo ihr die Farben, dann haben wir wieder weiß. Dadurch, dass die Wolle ja schon weiß ist, passiert hier nichts. Und wenn wir jetzt mal schwarz nehmen und mal hier so rüber gehen, dann wird die Wolle unter uns schwarz. Dann können wir mal blau nehmen, wird die Wolle blau. Leider geht es hier noch nicht, weil das hätte ich dann dafür noch mehr Command-Blocks gebraucht. Ich habe für diese Creation schon ziemlich viele Command-Blocks gebraucht. Und rot haben wir auch noch. Ihr könnt sie auch gerne in einem Video von euch zeigen, müsst nur sagen, und dass ich sie auch selber erstellt habe. Und dann haben wir hier zum Beispiel lila, dann wird hier die Wolle unter lila, hier grün, dann wird die Wolle unter uns schön grün, orange, da haben wir schöne orange Wolle unter uns, dann hier eine gelbe Wolle, die graue Wolle und zu wegmachen nehmt ihr einfach weiß, das geht hier. Oder geht ihr einfach wieder darüber, wenn ihr was wegradieren wollt, könnt ihr einfach so machen, mit weiß darüber gehen. Ganz kurz wieder zurücksetzen. Okay, jetzt würde ich sagen, mal ich mache was ganz Kleines, Süßes, Schickes.
Ihr könnt ja in den Kommentaren, vor den Kommentaren dann raten, was es ist. Ich hoffe, ich kriege das relativ gut gemalt. Ich wundere, falls es jetzt ein bisschen kribbelig ist. Es ist halt nicht so einfach. Okay, haben wir einen Kreis. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich muss kurz spielen. So, da bin ich wieder. Bis gleich. Ich weiß jetzt wieder, wie es aussieht, okay. Ich habe es gerade ganz kurz gespickt, aber egal. Ich glaube, ich kriege das jetzt hier relativ gut gezeichnet. Scheiße. Geil. Ich hoffe, man erkennt es auch relativ gut. Das ist mal weiß. Ah. Kann die Farben auch vertauschen, wenn man es möchte. Und ich habe mich vielleicht vergessen. So. Ja, okay. Ja, müsste man eigentlich erkennen. Was ist das? Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und zwar ist das nächste. Ich schieße mal wieder normal, weil ich zu gedrungen bin. Was mache ich als nächstes? Ups. Genau. Nehmen wir hier das Grün. Ich weiß jetzt übrigens auch nicht, ich male jetzt hier nicht 3D oder so. Ich mache es einfach mal schnell. Also das Mal ist jetzt nicht so viel, so explosiv, sage ich jetzt mal. Ups. Ach, scheiße. Wieso? Wieso war das hier oben? Das ist nicht so. Scheiße, egal. Passiert immer auf dem Block, wo ihr da drauf steht. Man erkennt es auch relativ gut. Schade. Scheiße. Egal, mach ich das hier. So ein bisschen schicker hier. Ja, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt. 1, 2. Okay. Ja, okay, kennt man nicht so gut, aber vielleicht wisst ihr ja, was es ist. Schreibt es in die Kommentare. Also es funktioniert immer mit allen Farben so. Das habe ich ja gerade schon mal gezeigt, aber. Ihr könnt da auf jeden Fall noch eins, was ich machen könnte. Nö. Wartet. Ich hoffe, ich krieg das so mit hin. Dafür fange ich gerade hinten an. So. Vielleicht kennt ihr einige Zeichen oder sowas schon. Komplett wäsch hier. Scheiße. Okay, so was und dann. Ob ich das jetzt so gut hinkriege? Scheiße. Es ist halt nicht so einfach gewesen, das Rot hinzukriegen. Aber was ist das? Ein
Okay, ist mal fertig und übrigens, wenn ihr die Items nicht wegwerft, dann verschwinden sie sofort. Oder könnt ihr euch auch unendlich oft wieder von dem Schild wieder zurückholen. Also hier, einfach immer mit Hol die Farben, bekommt ihr immer wieder die neuen Farben wieder, genau, auch immer in der Reihenfolge. Irgendwie anders. Und jetzt schmeiße ich mal ganz kurz mal alle weg. Und dann, ja, ihr seht schon wieder ziemlich viele Command Blocks. Das ist auch bisher, glaube ich, die Creation, die bisher am längsten war vom Hauptcommand her. Also hier werden die ganzen Blöcke gesetzt. Und so, dann wird hier nochmal die Fill-Clock gemacht. Und hier noch so weiter hier die ganzen. Hier werden die Scorebots vergeben für die Leute. Hier könnt ihr das. Hier werden die Items, die wegfallen, dauerhaft gekillt. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Item wegwerfe, dann merkt ihr das immer noch nicht, weil es so schnell ist. Das ist halt ein Fill-Clock. Also sind hier überall Detect-Commands und sowas. Und dann die Dinger von über. Brauche ich aber jetzt auch nicht mehr zeigen. Und wenn ihr wieder auf Remove drückt, ist das Ding wieder weg. Dann könnt ihr mir jetzt auch einen Redstone Box so daneben setzen. Und dann warten und dann habt ihr wieder mehr Dings. Und dann. Ihr könnt übrigens immer mit Click to Remove the Structure die Maschine immer wieder verschwinden lassen. Jetzt zeige ich euch noch, was passiert, wenn man da einen Knopf oben drauf macht. Das passiert. Und was ihr auch nicht machen solltet, ist folgendes, und zwar das hier. Damit rumspammen, weil dann kommt nachher irgendwas Komisches raus. Ich kann es euch mal ganz kurz mal zeigen, was dann passiert ist. Und ihr stellt hier einfach irgendeine Kacke, die überhaupt nichts mit dem, was ihr haben wollt, zu tun hat. Also passt auf, dass ihr sowas nicht macht. Bei allen Creations ist das so. Dann fehlt noch was. Und auch nicht irgendwie noch zwischendurch schon mal gepowert, sondern erst wirklich warten, bis ihr erstellt. Dann habt ihr ja auch schon viel gemacht, wenn ihr hier oben liegen. Ja. Okay, das war's dann. Übrigens, wenn ihr jetzt nochmal die Farben holt, die ich jetzt nicht mehr habe. Ich zeige es euch mal ganz kurz, dass es auch wirklich kein Fake ist, wie immer. So, wenn ihr es mal richtig macht, dann passiert nichts Englisch. So. Also, das heißt, wenn ich jetzt mal kurz die Farben hole und die Maschine zerstöre, habe ich hier die Farben immer noch. Aber wenn ich jetzt die meinen versuche, geht nicht. Geht alles nicht. Ich kann nichts wegmachen, denn unsere Maschine ist nicht da. Okay. Und wenn ich jetzt auch wieder was wegwerfe, dann bleibt das Item auch einfach da liegen. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann time set 0 day. So. Time set day. Und dann, ja. Das ist auch bisher. Ihr seht ja mal hier. Ihr seht auch wieder hier im Chat. Wieder total viel hier. Also sehr viel hier. Damit ihr auch immer sehr viel kontrolliert und alles. Ja, und das war's für diese Creation. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sie auch gerne mal selber ausprobieren. Oder ihr lasst es bleiben. Oder auch mich abonnieren, wenn ihr noch mehr davon habt. Wenn ihr eine Idee habt, was ich auch noch machen könnte, dann könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben. Und tja, wenn ich jetzt die Aufnahme. Bis bald. Tschüss.